Ich weiß, woran es liegt. Es liegt am Aufnahmeprogramm. Es liegt wirklich am Aufnahmeprogramm. Vielleicht einfach mal die FPS runterstellen, dass es. Vielleicht funktioniert es dann. Oder hochstellen. Ich weiß es nicht. Naja. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Falls ihr gerade nicht mitgekriegt habt, worüber ich geredet habe. In der letzten Folge oder in den letzten Folgen generell ist mir aufgefallen, dass wir so wie in einer Art Zeitlupe rumrennen. Ja, ich habe das Problem gerade gelöst. Warum? Auf jeden Fall. Jetzt muss ich noch lösen, dass es nicht mehr so ist, aber es ist verschmerzbar, also falls es nicht zu lösen ist. Kein Ding. Halt! Wie lautet das Kennwort? Ich muss dringend mit Major Kieran sprechen. Lassen Sie mich bitte durch. Wenn Sie den Major sehen wollen, dann wird das schon in Ordnung sein. Treten Sie ein. Danke. Halt! Wie lautet das Kennwort? Hoffnung. Treten Sie ein. Machen wir. Wenn wir dürfen. Bitte sehr. Hoffentlich hilft es etwas. Elizabeth Kieran, erzähl uns mal was. Willkommen. Hier gibt es Nahrung und Wasser für alle Bürger der RNK. Bitte bedienen Sie sich. Sind Sie ein Teil des RNK-Militärs? Ja. Ich bin Major bei der Nachschubtruppe und daher stammen auch die Nahrung und das Wasser. Danke für das Essen. Sehr gern geschehen. Wenn Sie noch jemanden in der Gegend kennen, der Nahrung und Wasser braucht, dann erzählen Sie ihm von diesem Ort. Nee, wir sind noch nicht fertig. Ja. Wollten Sie sonst noch etwas? Natürlich. Wird auch Nahrung an die Einheimischen ausgegeben? Ich befürchte, dass wir das nicht machen können. Wollten Sie noch einen Freund mitbringen? Ja, aber ich hatte Angst, dass er nichts bekommt. Sie hatten recht. Aber hier, nehmen Sie ruhig eine Extraportion für Ihren Freund. Das ist dann unser Geheimnis. So, wartet. Hallo. Ja, wollten Sie sonst noch etwas? Warum bekommen die Einheimischen nichts? Das ist aber nicht wirklich ein angenehmes Gesprächsthema. Sagen wir einfach, dass wir unsere Gründe haben. Ja, Julie Farkas bat mich zu fragen. Sie meinte, dass es wichtig wäre. Aber naja, ist egal, ne? Sie kennen Julie? Nicht jeder in der RNK verträgt sich mit den Anhängern, aber meiner Meinung nach sind sie in Ordnung. Vor allem ihretwegen. Wenn Sie es wirklich wissen wollen, wir haben einen Gesandten zum King geschickt, um die Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Und der King, sorry. Und der King hat abgelehnt? Sozusagen. Unser Gesandter wurde brutal zusammengeschlagen und hat knapp überlebt. Meine Vorgesetzten haben die Hilfsmaßnahmen abgeblasen. Ich habe zwar die Erlaubnis, die Maßnahmen durchzuführen, aber mit sehr viel weniger Unterstützung. Jetzt gibt es nicht genug Vorräte. Selbst wenn ich den Rest von Freeside versorgen wollte, was ich nicht will. Aber das ist alles vorbei. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Grüßen Sie Julie von mir. Okay. Hey. Wir sollten dem King wirklich berichten, dass... Also halt, dass wir nix und so. Wow, ich bin durcheinander. Wir sollten dem King berichten, dass der, Abgesandte geschickt wurde. Aber dass irgendjemand ihn zusammengeschlagen hat. Weil es wäre praktisch für den King zu wissen. Beziehungsweise das zu wissen. Mein Satzbau ist wieder heute für den Arsch. Das tut mir voll leid irgendwie. War hier nicht sogar Bill runter? Haben Sie Dixon gesehen? Er meinte, er wäre heute wieder da. Julie Farkas schickt mich, um mich bei bei ihrer Ausnüchterung zu helfen. Julie? Ach, ich liebe Julie. Sie ist so eine nette Dame. Einmal kam sie vorbei, als ich an der Wasserpumpe gearbeitet habe. Hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, dass ich tolle Arbeit leiste. Ich hatte gleich einen Kloß im Hals und konnte nichts mehr sagen. Heutzutage kriegt man so selten Komplimente zu hören. Warum hören Sie nicht einfach mit dem Trinken auf? Mit dem Trinken aufhören? Jo. Ich trinke schon seit einem Monat durch. Ich hab's ja versucht, aber der Entzug ist so schlimm, dass ich glaube, ich muss sterben. Ich kann nicht einfach aufhören.
Wie können sie sich so viel Alkohol leisten? Das ist doch teuer wie nix. Ich bekomme den Kram günstig bei Dixon. Schmeckt beschissen und ich fühle mich, als müsste ich sterben, wenn ich es nicht trinke. Aber das Zeug wirkt. Ich wette, der Kerl will mich umbringen. Aber was soll ich machen? Anderer Schnaps hilft mir einfach nicht so gut wie seiner. Okay, wir werden mal mit Dixon sprechen. Später. Erstmal zum King. Und danach werden wir mal ins Wrangler gehen und uns da ein paar Jobs suchen. Wenn Ihnen der Sinn nach einer Energiewaffe steht. Und dann schauen wir mal im Silver Rush vorbei. Kommen Sie ins Silver Rush, wenn Ihnen der Sinn nach einer Energiewaffe steht. Hallo, ich habe gehört, dass die RNK-Chefsoldatin Ihnen eine wilde Geschichte aufgetischt hat. Von wegen einem Boten, der mit uns verhandeln sollte. Das ist Quatsch. Und den King sollte man damit nicht belästigen. Die wollten uns einen Spion rüberschicken. Und der war nicht hart genug für Freeside. Tun Sie allen also einen Gefallen und halten Sie darüber die Klappe, okay? Und was ist mein Schweigen Ihnen wert? Sie sind ein Bastard nach meinem Geschmack. Hier, das sollte reichen. Danke, es wird mich warm halten, wenn ich die Geschichte den King erzähle. Ach, Sie Kleinen, Sie haben echt Glück, dass ich mich um etwas Wichtigeres kümmern muss. Wir rechnen später ab. Hallo. Dieser kleine Idiot. Denkt er wirklich, er könnte mich bestechen? Ich lauf falsch. Wo ich doch vom King viel mehr bekomme. 200 Kronkorken, ja klar. Ist zwar nett von ihm, mir das Geld zu geben, aber reicht nicht. Brauche ja noch ein paar tausend für meine Sniper. Was? Sag mir bloß, der ist unten. Ey, nee, oder? Natürlich ist der unten. Schon mal was von Intimsphäre gehört, Junge? Alter, shut the fuck up. Ich bin nur an dir vorbeigelaufen. Du brauchst nicht gleich hier ausrasten und so, ne? Oh. Wunderschön. Willkommen zurück, würdest du mir sagen, richtig? Haben Sie schon etwas über die Soldaten herausgefunden? Natürlich sagst du es mir nicht. Die RNK gibt in einem Gebäude unten am alten Bahnhof Vorräte aus. Sie geben Vorräte aus? Lebensmittel und so? Darüber muss man sich ja nicht aufregen. Haben Sie noch was anderes herausbekommen? Sie geben die Vorräte nur an RNK-Bürger aus. Das würde die Schläger erklären. Sie sind hier, um Leute wie meine Freunde vom Essen fernzuhalten. Sowas unterstütze ich nicht. Auf keinen Fall. Sie sagten, Sie hätten jemanden geschickt, um die Sache mit Ihnen zu besprechen. Moment mal. Was haben Sie gesagt? Sie sagten, der Mann sei schwer verprügelt worden und habe nur knapp überlebt. Das würde erklären, warum Sie so sauer auf uns sind. Scheint ein großes Missverständnis. Was zum Teufel? Wo kommst du her? King, wir haben Probleme. Legen Sie los. Was geht da vor sich? Beim Bahnhof gibt es eine Schießerei. Pacer und ein paar Fremde. Könnten RNK sein. Was macht der Depp denn? Bitte gehen Sie los und entschärfen Sie die Lage. Sagen Sie ihnen, dass ich bereit bin, zusammenzuarbeiten. Okay, mach ich. Schon mal was von Intimsphäre gehört, Junge? Der Typ... Ah! Der Typ wollte doch tatsächlich einfach nur eine Schlägerei anfangen, mehr nicht. Schauen Sie im Atomic Wrangler vorbei, wo der Fusel billiger, die Glücksfee freundlicher, das Weibchen. Beim Atomic Wrangler gibt es auch später einen schönen kleinen Glitch, den ich mal euch demonstrieren werde.
kann man schön Kronkorken scheffeln. Manche wissen bestimmt schon, was ich meine, aber ich werde es trotzdem nochmal demonstrieren. Alter, Leute, nein! Aus! Böse! Warum zur Hölle sind Sie hier? Oh, Munition. Ich habe das hier unter Kontrolle. Oh, noch mehr Munition. Sie da! Halten Sie Ihre Hände so, dass wir Sie sehen können. Wenn Sie eine Waffe ziehen, werden wir schießen. Ach, keine Sorge, schieße ich nicht. Ey! Hallo. Es passt gerade nicht besonders. Was wollten Sie? Der King möchte bei den Hilfsmaßnahmen helfen. So wie er dem Gesandten, den wir geschickt haben, geholfen hat? Nein, danke. Das war er nicht. Er wusste nicht mehr, dass ein Gesandter geschickt worden war. Dann sollte er lieber Acht geben. Wir wissen sicher, dass der Gesandte das Hauptquartier erreicht hat. Aber wenn der King zu Verhandlungen bereit ist, dann können wir uns vielleicht einigen. Ich lasse meine Leute wegtreten. Danke. Echt, die haben ein paar... Der Typ hat seine Kollegen erschießen lassen. Was für ein Arsch. Du solltest erschossen werden. Der King hat gerade eine Nachricht entsandt, dass die Kerle unantastbar sind. Er hat wahrscheinlich schon gehört, was sie hier gemacht haben. Sieht aus, als ob sie ein Held sind. Genießen Sie es, solange es anhält. Du willst hier der Obermacker Nummer 1 sein, kann das sein? Kommt mir ein bisschen so vor, ne? Millimeter Maschinenpistole haben wir schon, also können wir die reparieren. Das ist perfekt. Dann reparieren wir natürlich auch gleich, weil... We are not lazy enough to not do this. Ja, ich schweife öfter mal ins Englische ab. Könnt ihr euch dann gewöhnen? Falls ihr es nicht schon habt. Naja. Ab nach Freeside. Obwohl wir ja schon in Freeside sind, aber... Psst, muss keiner wissen. So. Zeitlupenrennen. Und go. Cleaner BK. Ah, scheint... Pleite gegangen zu sein. Rush, wenn Ihnen der Sinn nach einer Energiewaffe steht. Der Laden scheint wirklich pleite gegangen zu sein. Na, dann gehen wir mal zurück zum King. Ey, King. Alles geschafft. Ich habe gehört, was passiert ist. Vielleicht sollten wir mehr reden und weniger kämpfen. Wer praktisch? Sie haben uns viel geholfen, also haben Sie einen Wunsch frei. Wenn es in meiner Macht steht... Dann wird es geschehen. Übereilen Sie nichts. Lassen Sie es sich durch den Kopf gehen. Denn das ist der einzige Gefallen vom King. Akzeptiert. Nee, wir sind jetzt... fast auf 100. Schade. Aber nur fast. Ich habe gesagt, ich will Schusswaffen als erstes machen. Also mache ich das auch. Ich schau mal, ob wir was Neues haben. Bestimmt. Oh ja. Ich weiß nicht. Kampf den Mächtigen hatten wir. Nerdwood. Ihr könnt euch wieder durchlesen. Einfach Pause drücken. So, ich nehme das Adamantium-Skelett, weil es mir einfach richtig gute Dienste leistet. Unsere Körperteile werden nur noch zu 50% beschädigt. Das heißt, wir kriegen nicht so schnell Verkrüppelung. Alles gut, Rex. Alles gut. So, und das war's auch mit der Folge. Wir gehen mal eben nicht raus. Wir gehen mal auf die Bühne.
Gott sei Dank, dass die Anhänger hier sind. Ohne ihre Doktoren wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Wir tanzen natürlich mit. So. Wir sehen einfach nur geil aus. Ja. So. So. Und das war's mit dieser Folge. Wie sieht's aus? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Falls euch gefallen hat, schaltet nächste Folge wieder ein. Und bis dato. Wiedersehen. Ich tanze nur. Und bis dato, ja. Ich freue mich aufs nächste Mal, ne? Ciao.